Gleichung mit mehreren Lösungen. Das wird heute ein bisschen spannender, ist aber eigentlich ganz leicht. Machen wir uns mal Folgendes klar. Wenn ich sage, x Quadrat ist 4, naja, dann muss man daraus aus beiden Seiten die Wurzel ziehen, dann steht hier Wurzel aus x Quadrat. Das hebt sich auf, dadurch steht hier x alleine. Und hier Wurzel aus 4, ne? Auf beiden Seiten also. X ist gleich 2, denkt man sich. Haha. Es stimmt aber nicht ganz. Warum? Erstens. Plus 2 mal plus 2, ich klammer das mal ein, zum besser unterscheiden, ist gleich plus 4. Hier steht, okay, ahnt ihr was? Minus 2 mal minus 2 ist aber auch plus 4. Das heißt, korrekterweise muss man sagen, dieses Ding hier schon, diese Gleichung, x Quadrat ist gleich 4, hat mehrere Lösungen. Also x und dann schreibt man plus minus 4. Jetzt zeige ich euch aber nochmal eine Gleichung, die hatten wir vorhin gerade im Test gelöst. V ist Pi Viertel mal in Klammern d Quadrat minus d Quadrat, Klammer zu, mal k. Wir haben umgestellt und dann kam raus, Wurzel aus diesem ganzen Ausdruck ist gleich d. Korrekterweise müsste man schreiben, korrekterweise, ich schreibe es mal dazu, plus minus d. Das habe ich aber deswegen nicht gefordert, weil habt ihr schon mal eine negative Länge gesehen? Ich nicht. Eben. Und deswegen, weil das eine physikalische Gleichung ist, ist auch eine mathematische, aber weil das was mit der Realität zu tun hat in diesem Fall, muss man sagen, das Plus Minus kann ich mir in diesem Fall schenken. Aber es gibt Gleichungen mit mehreren Lösungen und wenn ich jetzt nur pur mathematisch gucke, dann habe ich hier schon mal den ersten Fall. Nehmen wir mal noch einen Fall und zwar diesen Fall hier. Den lösche ich mal ganz schnell weg. Und na, komm. Schwupp. So, und zwar diesen Fall hier. Stellt euch mal vor, wie viel ist ein, na, wie viel ist ein 1000 mal 0? Naja, weiß jeder. Kein mal 1000 ist 0, ne? Nix mal 1000. Ich kann auch 0 mal 1000 schreiben. Wie viel ist ein 4 Milliarden mal 0? Naja, 0. Alles klar. Ich kann hier sonst was für Zahlen hinschreiben. Der Haken ist, wenn ich etwas mal 0 nehme, wenn das passiert, dann ist vorbei. Dann entsteht auch nur eine 0. Jetzt stellen wir uns mal eine andere Gleichung vor, die heißt, mal abgeleitet davon, hier steht in der Klammer 3 plus x mal 0. Dann kann ich hier für x einsetzen, was ich will. Ist 0. Logisch? Denn die Klammer, Punkt Strich, die ist irgendwas. Was weiß ich? Die ist abhängig von x. Aber irgendwas mal 0, ich kann auch Milliarden sonst was einsetzen, es ist 0. Ach ey, naja. Moment, jetzt gibt es eine Frage. Ich greife mal die Frage auf. Und was ist, wenn da steht 13, ach so, ja, 13 mal 0 plus 4. Naja, Punktrechnung, Vorstrichrechnung, das ergibt 0 plus 4. Es bleibt bei 4. Das funktioniert. Aber wir beschäftigen uns jetzt mit solchen Produkten. Also ich mache mal weiter. Und zwar nehme ich mal eine relativ einfache Gleichung. Und zwar x mal x plus 2 soll 0 sein. Was mache ich jetzt? Ist leicht. Wir machen das jetzt zur Wiederholung. Ist klar. Hier habe ich die erste Lösung. Wenn das 0 ergibt hier vorne, also x1. Ich könnte auch schreiben x01, weil sich nämlich eine 0 ergibt, ist 0. Und hier aus diesem Ausdruck ergibt sich x02. Und das kann man hier direkt ablösen, muss minus 2 sein. Bis dahin klar? Noch klar? Alles klar? Die Gleichung hat auch zwei Lösungen. Hier gibt es eine Frage. Lohnt sich. Lohnt sich nochmal drüber zu reden. Wir machen mal ein Beispiel dafür. Nehmen wir mal an, x sei 1. Jetzt setze ich das hier ein, dann heißt das ganze Ding 1 mal 1 plus 2 ist gleich 0. Stimmt das? Da fällt eine andere Lösung aus. Aber warte. Also, um das nochmal komplett auszuräumen, wenn ich mir vornehme, ein x einzusetzen, dann, also x ist 1, dann muss ich das hier und hier einsetzen. Also, das wäre hier und hier. Das ergibt offensichtlich nicht 0, ne? Aber jetzt nehmen wir mal unsere beiden Lösungen und zwar, ich setze ein 0 mal,
Und jetzt muss ich wieder die 0 schreiben, plus 2. Stimmt, ist 0. Denn hier ergibt sich zwar in der Klammer 2, aber 0 mal 2 bleibt 0. Wir machen das anders, wir setzen minus 2 ein. Minus 2 mal, und jetzt minus 2 plus 2 ist gleich 0. Warum? Minus 2 mal, ach, jetzt ist die Klammer 0. Also irgendeins von beiden wird 0 und peng, aus ist es. Und schon habe ich gewonnen. Schön. Gut, kommen wir zum nächsten Fall. Der ist so ähnlich. Was ist denn, wenn ich schreibe, x plus 2 mal, in Klammern wieder x plus 2 ist gleich 0. Dann kann ich mir ausmalen, x01 ist die erste Lösung, minus 2. Und hier, x02 ist auch minus 2. Also hat die Gleichung letzten Endes nur eine einzige Lösung, ne? Da fallen nämlich x02 und x01 zusammen, da schreibt man x01, 2. Also x0 ist ein Index und eigentlich am Index noch ein Index. Aber wenn man das nacheinander schreibt, also mal vergrößert x0, 1, 2, alles auf gleicher Höhe, dann wird keiner dran sterben, das kann man noch machen. Aber nicht, auf keinen Fall so schreiben, x0, 1, 2, das ist Mist. Das, so geht's nicht, ne? Okay, das heißt also x0, 1, 2 ist gleich minus 2. Schwupp. Was ist, wenn ich da stehen habe, nochmal zurück, x² ist gleich 0. Dann muss ich mir darüber klar werden, dass es eigentlich heißt, x mal x ist gleich 0. Dann ergibt sich daraus x01 gleich 0 und x02 ist auch 0. Also schreibt man es wieder zusammen, x01, 2, weil sie beide die gleiche Lösung haben, ist 0. Das wäre die echte, das wäre die Schlusszeile. Noch klar? Ich mache mal Pause. Weiter, noch ein Fall. Jetzt habe ich hier schon mal zwei Klammern geschrieben. Jetzt schreibe ich mal x minus 4 mal in Klammern x plus 7 ist gleich 0. Naja, hurra, keine Besonderheit. Hier rumkümmern, hier rumkümmern. Hier ist x014 und x02 ist unterschiedlich, minus 7. Das kann man wieder ausprobieren. Peng, passt. Bis dahin ist alles vollkommen in Ordnung. Das wird auch in Ordnung bleiben, wenn man ganz stur bleibt. Was passiert aber, wenn diese Gleichung mal ein bisschen komplizierter, scheinbar komplizierter aussieht? Zum Beispiel x plus 2 mal, in Klammern, mal 24x minus 12 ist gleich 0. Und das Ding schreibt mal selber auf und löst die mal. Erste Klammer, zweite Klammer. Also hier bei der ersten Lösung ist es ganz leicht, da kann man es direkt sehen, ne? Minus 2 muss x01 sein. Und bei x02, um das rauszukriegen, da sage ich, naja, da der Klammerausdruck 0 werden muss, nehme ich mir die ganze Klammer und setze die 0. Ne? Wenn die Klammer irgendwie zu 0 wird, weil da drin irgendwas passiert, dann kann ich auch sagen, dann kann ich die ganze Klammer mir schnappen und deren Inhalt gleich 0 setzen. Und das stelle ich um wie üblich, also plus 12... Dann ist 24x02 gleich 12. Jetzt teile ich noch durch 24. Jetzt mache ich mal hier hinten weiter. Dann ist x02 gleich 12, 24, was ja zu kürzen geht, durch 12. Zack. Also x02 muss sein 0,5 oder 1,5, ist egal. Schwupp. Gibt es dazu Fragen? Und jetzt, jetzt wird es ganz leicht. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich schreibe mal x minus, minus 1,5 mal in Klammern x plus 4 mal in Klammern 3x plus 2. Das soll 0 werden. Was muss ich machen? Letzten Endes alle drei Klammern einzeln 0 setzen. Und da das relativ leicht ist bei den ersten, bis auf die letzte, die, da muss ich ein bisschen aufpassen beim Umstellen, kriege ich lauter Lösungen raus. Macht mal. Also die ersten sind wieder leicht ablesbar. Ich habe also x01, x02 und jetzt kommt die dritte Variante, dass die ganze Geschichte 0 werden kann. Denn es genügt, wenn eine von den drei Ausdrücken 0 ist. Das heißt, ich muss mir den gesamten Ausdruck schnappen. 3x plus 2 muss 0 werden. Der Inhalt der Klammer muss 0 werden, dann kann ich hier vorne reinschreiben, was ich will, es wird trotzdem 0 werden. So, und das löst man nach alten Regeln der deutschen Rechenkunst auf. Umstellen, klack, 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 minus 2 Drittel ist x03. Im Prinzip ganz leicht.
Jetzt kam natürlich die Frage, erstens, muss ich diese Klammern hier setzen, diese hier? Nee, muss ich nicht. Ich sag's aber nochmal, Leute, schreibt lieber ein bisschen mehr, malt lieber ein bisschen mehr, dann wird euch der Lösungsweg leichter fallen. Warum habe ich aber hier eine Klammer gesetzt? Das muss nicht sein. Ich empfehle es aber aus folgenden Gründen. Ich schmiere jetzt mal wie so ein Teufel und tue jetzt mal so, als wenn ich alles kann hier. So. Minus 3x plus 17 ist gleich minus 24. Okay, ach so, ja. Minus 17, minus 3, ach, scheiß 3 hier, ne? So 3, das fällt ja weg. Minus 17, minus 41, minus 41. Ah ja, durch 3. Ach, das geht ja leicht. Durch 3, ich mache am besten hier weiter. X steht alleine, das ist minus 41 Drittel. Habt ihr was gemerkt? Ja. Vor lauter Schmiererei und, sagen wir, Unaufmerksamkeit habe ich hier das Minus vergessen. Man vergisst Minus schnell. Und hier habe ich es extra mal dünne gemacht. Irgendwann in der nächsten Zeile wäre es verschwunden. Und das ist der typische Fehler, wo sich Schüler ein Rechenbein stellen und dann stolpern sie über das Rechenbein und dann ärgert man sich. Oh, ich habe da das Minus vergessen. Es schadet nicht, ab und zu mal eine Klammer zu setzen. Die heißt nichts anderes als aufpassen. Das, was da drin ist, gehört zusammen. Es gibt noch andere Notwendigkeiten, Klammern zu setzen, aber hier in solchen einfachen Fällen ist es nicht nötig. Ich empfehle es aber, weil so ein Minus ganz schnell mal verschwindet. Okay. Was wir jetzt noch nicht machen, dieses ganze Ding mal zusammenfassen, habe ich auch keine Lust drauf. Dann sieht man es nicht mehr. Hier sieht man die Lösung, kann sie ganz leicht ermitteln. Wenn ich aber nur mal die hier, guckt mal, wenn ich nur mal die hier, dieses Ding, wenn ich das mal ausmultipliziere, muss ich x mal x ist x Quadrat, x mal 7 ist 7x, minus 4 mal x ist minus 4x und minus 4 mal plus 7 ist minus 28. Dann muss ich praktisch den ganzen Mist anders hinschreiben. Dann sieht man es nicht mehr. Das bloß nebenbei. Aber eins sieht man, ich mache das mal. Jetzt staunen. Staunen und freuen eigentlich. Ich mache mal. Solche Bögen macht man ruhig drüber. X mal x, x Quadrat. X mal 7 plus 7x. Minus 4 mal x, minus 4x. Und minus 4 mal plus 7 ist minus 28. Ist gleich 0. Das bleibt auf der rechten Seite stehen. Das kann ich auch zusammenfassen als x Quadrat plus, das ergibt 3x, minus 28. Ist gleich 0. Gut. Wenn ich das gleiche hier mache, das dauert länger jetzt, habe ich keine Lust drauf. Aber eins sieht man. Ich muss letzten Endes alle drei X irgendwie mal zusammenkriegen. Das wird höchstwahrscheinlich mal werden. Also das muss mit dem X und später noch mit dem X hier multipliziert werden. Das heißt, das wird hier vorne 3x hoch 3 heißen. Plus, minus, irgendwas, tralalalalala und ist gleich 0. Das erspare ich mir jetzt mal. Noch eine andere Geschichte. Wenn ich zum Beispiel nur schreibe, warte mal, nur ein Beispiel, x mal 4 ist gleich 0. Naja, dann ist klar, x01, das ist das einzige x, eigentlich hätte ich x0 hinschreiben können, ist 0, ne? Denn 0 mal 4 ist wirklich 0. Ganz nebenbei, wenn nur ein x da ist, habe ich nur eine Lösung. Habe ich zwei x mit sich selber zu multiplizieren? Das kann man hier oben ablesen, habe ich zwei Lösungen. Wird es mehr, habe ich drei x miteinander zu multiplizieren. X mal x mal x, habe ich drei Lösungen. Dann müsste eigentlich auch klar sein, was ist, wenn eine Gleichung heißt, ohne dass ich die lösen kann auf die Schnelle, x hoch 4 plus 7, x hoch 3 plus 4, x hoch 2 minus 5x plus 19 ist gleich 0. Wie viele Lösungen wird die wohl maximal haben? Alles klar. Sag's. Nö. Vier, genau. Kommen wir später zu. Das lassen wir. Bis dahin gibt es Fragen. Warum das so ist, wenn ich, das werden wir später lernen, wenn ich so eine blöde Gleichung da habe, dann bestand die früher auch mal aus. X plus minus oder irgendwas, tralala, plus, mal, in Klammern wieder, x mal plus oder sonst was, hopsas da, mal x plus minus, noch was, tralalalala und hopsas da und so weiter. Da waren vier X, da waren vier Lösungen. Deswegen wird die wahrscheinlich 4 oder
drei oder zwei Lösungen haben. Das bloß mal nebenbei. Guck mal, wenn die so aussieht, hat sie nur, die hatte, hätte zwei haben können, aber die sind beide gleich, hat sie nur eine. Na und so weiter und so fort. Machen wir später. Ich schließe das, dieses Video hier erstmal an der Stelle ab und wir machen jetzt, ach nee, ich schließe es nicht ab. Jetzt wollten wir noch einen Spaß machen. Ein Spaß, der sieht so aus, also wenn ihr Spaß versteht. Wilde Gleichungen, die folgende Lösung haben. Lösungen haben. Also Gleichungen jetzt mal rückentwickeln. Und zwar, die eine Lösung mag heißen, die Lösungsmenge ist, da macht man geschweifte Klammern, und zwar eine Lösung ist 3, die andere Lösung ist 5. Und dann möchte ich noch eine Gleichung, also die auf die linke Seite bitte schreiben. Und jetzt noch eine Aufgabe, die Lösungsmenge. Da schreibt man so ein L mit einem Doppelstrich. Genauso wie man zum Beispiel Zahlenmengen so angibt. Und die andere Lösungsmenge sei minus 13 und minus 25. Bloß mal so. Macht mal. Ja. Hieraus soll eine Gleichung gebildet werden. Und zwar, das sei zum Beispiel x01 ist gleich 3. Und hierzu, das wäre die zweite Lösung, deswegen Lösungsmenge, es sind mehrere Lösungen, nämlich hier in diesem Fall 2, x02 ist gleich 5. So hätte man es auch hinschreiben können. Genauso hätte ich es hier oben so hinschreiben können, dass ich für diesen ganzen Kram hier hätte schreiben können, Lösungsmenge ist gleich, geschweifte Klammer, 1/2, minus 4, merkt ihr was, jetzt sieht das schon unübersichtlich aus, wenn ich minus 4 einfach so alleine hinschreibe und minus 2/3. Jetzt geschweifte Klammer. So hätte man diese Lösungsmenge auch bilden können, indem man sagt, x01 ist so, x02 ist so, x03 ist so und schreibt sie so in die Lösungsmenge. Ich finde die Darstellungsweise schöner hier mit x01, 2 und 3. So, jetzt haben wir aber die Lösungsmenge vorgegeben, das heißt, bildet mal Gleichung. Also ich habe das jetzt so ausgerechnet, ich habe x minus 3, also in Klammern, mal x minus 5 gerechnet und das sind 0, weil wenn ich anstatt x 3 einsetze, dann ergibt es auch 0 und anstatt und bei der zweiten auch. Und rechts? Ja, rechts habe ich plus gemacht, weil wenn ich minus 13 plus 13 rechne, dann ergibt es auch 0. Und warum hast du es andersrum geschrieben? Vor allem die rechten, da fällt es am meisten auf. Weil man Summanden auch vertauschen kann. Natürlich könnte man sich auch hier noch verrücktere Sachen einfallen lassen. Aber wie macht man eine Sache verrückt? Ganz einfach. Beispiel. Ich fange mal mit irgendwas anderem an. Nehmen wir mal an, ich habe mir vorgenommen, x soll 2 draus werden und ich will für euch eine Gleichung aufstellen. Dann kann ich doch Folgendes rückwärts machen und sage, ich nehme beide Seiten mal 3. Dann ergibt sich, 3x ist gleich 6. Sieht schon komplizierter aus. Ich ziehe auf beiden Seiten 5 ab. Minus 5. 3x minus 5. Ist gleich, 6 minus 5 ist 1. Und schon sieht die Gleichung unkenntlich aus. Es sieht keiner mehr sofort, dass da eine 1 raus ist, dass x gleich 2 sein muss. Und genauso kann man es hier auch machen, indem man sagt, der Klammerausdruck, also der, nanu, der hier soll, also 3 minus x soll gleich 0 ergeben. Ja, na los, rüber damit. Minus 3 minus x ist gleich minus 3 mal minus 1. Gut, x ist gleich 3 mal 5, 5x ist gleich 15. Jetzt ziehe ich noch auf beiden Seiten 6 ab, minus 6. Dann habe ich 5x minus 6 ist gleich 9. Und schon sieht die ganze Gleichung verrückter aus. Und wenn ich sage, das hier, dieses Ding, setze ich in Klammern, das war jetzt blöd gesagt. Und wenn ich jetzt praktisch meine Gleichung so verunstalte, dann kann ich praktisch auch hier in der Klammer was Verrückteres hinschreiben und dann kriege ich das auch raus. Also sowas geht alles. Hier gibt es eine Frage. Nee, gute Frage. Diese blöde Klammer, die hätte ich mir jetzt schenken können. Und das ist jetzt Quatsch. Ich sage bloß, so kann man sich Gleichungen verunstalten und kann Schlimmeres draus machen. Das wollten wir jetzt aber nicht. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck, später in den höheren Klassen Gleichungen zu verschlimmern, sondern im Gegenteil, immer alles so einfach wie möglich hinschreiben. Das wird stets unser Ziel sein, damit man eine Lösung gleich ablesen kann. Ich
höre jetzt an dieser Stelle mit dem Video auf und wünsche schon mal schöne Pause in ein paar Minuten.